Und damit willkommen zurück zu Mario & Luigi Dream Team Brothers. Wir haben im letzten Part unseren dritten Giga-Kampf gemacht. Das war ein sehr, sehr cooler Kampf. Sehr, sehr cool. Und jetzt geht es zu dem letzten Gebiet, was hier auf der Karte noch fehlt, bevor wir zum Finale gehen. Denn wir haben noch da im Osten einen Wald, den wir noch nie besucht haben. Und da geht es nun für uns hin. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie es da jetzt wird. Wir wollen nämlich Bad Schmidt zu seiner Werkstatt nämlich folgen. Die ist nämlich da. Ups, das ist die falsche Röhre. Ja, Mann. Da ist seine Werkstatt und da will er das Bett für uns bauen. Aber erstmal brauche ich die goldene Röhre. So, hier ist die goldene Röhre. Grün und Gold einfach mal verwechselt. Ja, moin. So, und dann gehen wir mal hier. Da ist doch ein Gebiet hier. Pilzwaldpark, Parkverwaltung. Da reisen wir mal hin. Da geht's ja auch zur Wüste dann später. Ah ne, hier ist mit Traumwirth, wo Traumwirth ist. So, zoomen wir mal raus. Wo geht's denn für uns jetzt lang? Da oben, da geht's hin. Da sehen wir uns gleich. Und ich sehe schon, ich hätte einfach hier die goldene Röhre benutzen können. War auf der Karte so ein bisschen doof markiert. Naja, egal. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier lang. Da können wir noch nicht rüber. Was? Da können wir noch nicht rüber? Ach, wir müssen... Ich glaube, hier waren wir noch nie. Daher ist auch die Brücke noch nicht vervollständigt. Wo geht's denn nach oben? Also es gibt jetzt hier zwei Wege. Wo geht's denn nach oben? Geht's da zum Pilz, zum Kissenschloss? Das ist durchaus möglich. Will ich beides mal gleich überprüfen. Erstmal das hier holen. Ein paar Zehnermünzen. Das nehmen wir. Und dann kann ich... Nee, kann ich nicht. Aber gut, egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Brücke wieder hergestellt. So, Mario, mach mal dich wieder groß. Genau. Dann gehen wir auch kurz nach oben. Vorher gucke ich mal kurz hier lang, aber da ist nichts. Hier haben wir oben eine Bohne. Eine Bohne, die nehmen wir natürlich mit, die Bohne. Gegen Bohnen sage ich nicht nein. Ah, warte. Das richtig auswählen, danke. Tempobohne, haben wir. Und ich würde mal sagen, hier ist jetzt das Kissenschloss, oder? Nee, was ist das hier? Das könnte eventuell der Ort werden, wo es später zum Schiff geht. Zu Bowsers Festung, das meine ich. Das wäre durchaus möglich. So. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ach, da war die Brücke, genau. Und dann können wir hier weitergehen. Zum Semnomwald oder wie das auch immer hieß. Noch eine unentdeckte Karte. Ist das interessant? So, da bin ich wieder. Musste mal kurz helfen bei meinen Nachbarn. Dementsprechend gerade ein bisschen aus der Puste, aber egal. So, hier kommen wir nur mit einem hohen Sprung weiter. Alles klar. Hätten wir eigentlich rein theoretisch schon längst erkunden können, seitdem wir den hohen Sprung haben, aber das passt ja. Oh, das ist eine sehr, sehr coole Atmosphäre hier. Das gefällt mir. Wir werden bestimmt hier auch jetzt neue Gegner haben. Ach, da wartet Bad Schmidt schon auf uns. Das ist ja nett. Das ist sehr, sehr nett. Und falsche Taste gedrückt, sorry. Ich habe euch langsam erwartet. Jetzt wird es langsam wirklich ernst. Der beste Ort zum Bau des Ultibeds befindet sich genau hier. Ach, das war's dann schon? Nee, es geht doch noch weiter. Wartet hier. Ich muss mich konzentrieren. In meinen Innersten suchen. Das hier kommt hierher und dann kommt das nach hier. Ah, okay. Oh, welche Tragödie. Der Schalter liegt zu hoch. Was tun? Also hier an der Stelle, wenn wir dann nicht weitergekommen, wären wir schon längst hierher gekommen. Ich komme da nicht dran. Findet ihr wohl einen Weg, den Schalter da zu betätigen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, richtige Taste drücken. Sorry. So, da fällt mir nur eins ein. Der Bohrer. Genau, wunderbar. Und da sind wirklich neue Gegner, solche komischen Pflanzen. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Kommt hier entlang, folgt mir. Also haben wir hier wirklich jetzt noch neue Gegner. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Oh, interessant. So Bienenwaben sollen das, glaube ich, darstellen. Erstangriff haben wir geschafft, sehr schön. Die haben Stacheln. Bedeutet, ich glaube, springen ist keine gute Option. Und die sind schneller. Oh!
Ich darf nicht auf den drauf springen. Weil sonst Angriffsminus. Oh. Oder vielleicht. Hä? Ich glaube, ich darf die nicht angreifen, weil sonst sind sie sauer und greifen mich an. Ich glaube, das ja. Ach du Heilige. Ich würde sagen, roter Panzer. Genau, machen wir den roten Panzer. Mario wird halt kaum KP-Schaden machen. 17, okay, und Luigi? 16, achso, geht doch. Wegen Angriffsminus dachte ich halt. Dann schön der rote Panzer. Schön der rote Panzer. Ach, keiner stirbt leider von denen. Aber vielleicht kann Luigi jetzt noch ein bisschen was ausrichten. Aber Luigi hat keine BP. Was ist das Problem bei Luigi? Sehr schön. Stehen bleiben. Dann passiert nichts. So, ja, Luigi hat keine BP. Dann greife ich mal die untere an. Let's go! Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Besiegt. Und Mario kann dann die hier angreifen. Okay, neues Gebiet heißt natürlich aber auch neue Bonusaufgaben. Wir haben neue Bonusaufgabe bei diesen Gegnern jetzt, aber auch neue Bonusaufgaben in Form von Exzellent und Ausweichen. Ist schon länger her, seitdem wir das hatten. Aber ja, das gibt's. Was ist. Was? Warum dieser Hinweis? Ey. So lange zocke ich hier gerade noch nicht. So, machen wir mal einen Ultrapilz auf Mario und Luigi braucht einen Super Sirup. Sehr schön. Dann haben beide auch wieder KP und BP und wir können hier weitermachen. Ich hole mir kurz mal die 50er Münze hier raus. Und dann, ach schade, 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 schade. So, Ausweichen muss sowieso erstmal von mir trainiert werden. Aber exzellent, das ist schon mal etwas, was wir schön in Angriff nehmen können. Sagt ihr ich und macht einen super, wow. Was, wie soll man vorher erkennen, ob man springen soll oder nicht? Das ist mir noch ein Rätsel aktuell. So, gut, ja, exzellent hätte ich eigentlich hinkriegen müssen. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Schön ausgewichen. Mario, Luigi. Was heißt das? Auch Tuani. Autsch. Autsch. Okay, interessante Attacke. Wieder eine neue Attacke kennengelernt von denen. Machen wir erstmal den exzellenten Hammer weiter. Unser Ohren füllt sich auch immer nach und nach auf. Mit ein paar Attacken werde ich jetzt erstmal trotzdem noch nicht angreifen, weil wegen Exzellent schaffen. Sobald ich exzellent insgesamt geschafft habe, kann ich auch wieder ein paar Attacken einsetzen, so wie ich lustig bin. So, dann gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Hier ist ein Mario-Block mit einer 100er Mütze. Nice. Und wir sollen hier jetzt hin. Laut Karte. Hier ist ein Speicherblock und ihm schon hier wieder. Da sind wir. Jetzt gebt mir die 5 Teile, die für das Ultibett benötigt werden. Ach so. Okay, nice. Schon eine ganze Menge. Faszinierend. Seine Menge Zeug hier herzutragen. War das nicht unglaublich schwer? Ist wirklich eine gute Frage. Sehr gut. Ich muss allein sein, während ich das Ultibett baue. Wartet hier. Okay. Ich mache keine Witze. Auch nicht kurz reinschauen, klar? Um das Ultibett zu bauen, benötige ich absolute Konzentration. Wenn man mir dabei zuschaut, wird mich das nur ablenken. Kenn ich. Ja, moin. Schön. Wow. Das war's schon? Und fertig, das Bett ist gemacht. Fertig? Wow. Du erhältst das Ultibett. Traumhaft. Endlich haben wir das Ultibett. Bereit, darauf zu schlafen und der Pennerin zu begegnen? Exzellent. Dann machen wir uns auf den Weg zu ihr. Stopp. Ihr wollt das Bett verwenden, um die Pennerin zu finden? Hier wird das nicht funktionieren. War klar. Ihr müsst einen Ort im Wald finden, an dem ihr die Kraft eurer Träume wachsen kann. Ein Ort im Wald, der die Kraft von Träumen verstärkt. Der Tempel der Kisse. Dort wird die Kraft der Träume stärker sein als irgendwo im Wald. Stimmt, der Tempel der Kisse sollte diesen Zweck sehr gut dienen. Mario, Luigi. Durchsucht den Wald. Findet den Tempel der Kisse. Wenn wir dort das Ultibett einsetzen und in die Traumwelt reisen,
Dann werden wir auch die Pentahelme finden. Das spüre ich ganz deutlich. Alles klar? Das heißt, zahlreiche Fallen verhindern das Eindringen in den Tempel. Euer Weg wird beschwerlich sein, aber Batschmidt glaubt fest an euren Erfolg. Jo, sehr schön, sehr, sehr schön. Kurz hier noch kurz umgucken. Hier ist nämlich noch ein Ultrapilz. Des Weiteren haben wir hier auch noch was. Und zwar eine 50er-Münze. Und hier auch noch ein paar Münzen mit diesem verbackten Block. Ja, da ist Mario mal wieder in den Block reingesprungen. Ich liebe diesen. Also, naja. Wie sieht's mit dem Cup hier aus? Eigentlich ganz gut. Also, da brauche ich jetzt nichts machen. Unten gab es ja noch einen Speicherblock. Den betätige ich ruhig auch mal sicherheitshalber. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Und dann gehen wir direkt weiter. Wir haben ja noch ordentlich Zeit. Da können wir schön in den Wald vordringen. Oh, Bumerangbrüder. Bumerangbrüder. Sehr, sehr cool. Bowser Sherang. Ich liebe Bumerangbrüder. Sind meine Lieblingsbrüder von den ganzen Brüderarten. Hammerbruder, Feuerbruder, Eisbruder, Bumerangbruder. Was ist da nicht? Sumobrüder gibt es auch noch. Also da gibt es eine ganze Menge. So, ich möchte nicht hier Partacken riskieren. Daher greifen wir mit normalen Sprung an und machen schöne Exzellenz. Oh, so schnell besiegt, alles klar. Oh, ich sehe Lakitus im Hintergrund. Ach, die Lakitus, die haben mir gerade angezeigt, in welche Richtung die Bumeranränge geschleudert werden. Ja, da musste sich jetzt Luigi treffen lassen, weil er halt auf dem Boden lag. So, noch ein Exzellenz, sehr schön. Dann Mario, du gibst den da hinten den Rest. Sehr gut. Weiter geht es, weiter geht es, weiter geht es. Okay, zuerst Luigi. Und dann Mario. Oh, nee. Nee, jetzt liegt Mario noch auf dem Boden. Ja, den Bumerang-Brüdern kann man an sich, also zumindest diese Attacke ausweichen. Ah, wir haben es leider nur nicht hinbekommen. Leider nicht hinbekommen. So, Level Up erstmal für Luigi. Er hängt mit dem Level ganz schön hinterher, muss ich sagen. Warum auch immer. So, gut, am Anfang war nur Mario, der gekämpft hat, aber später dann doch nicht mehr. Naja, das können wir bei ihm erhöhen. Mal den Angriff zum Beispiel. Plus 3, das nehmen wir. 118 Angriff ist schon, ja, eine reife Leistung. Eine sehr reife Leistung. Gut, dann gucken wir mal weiter. Da oben gibt es einen Block mit einem Frischwurz. Das nehmen wir. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier häufiger mal vergiftet wird bei diesem Giftwald, der auch elektrisiert ist. So rum. Vielleicht wird man auch hier paralysiert. Kann ja auch sein. So, Herzbohne. Und wir müssen jetzt auf diese Plattform da. Immer hier weiter, immer hier weiter. Boah, das sieht doch schon ganz schön gefährlich hier aus. Passt gut auf, Mario und Luigi. Passt gut auf. Ich gehe erstmal hier nach rechts. Obwohl, da ist ja unser eigentliches Ziel. Ja, wir gehen trotzdem hier erstmal hin. Nein, das war kein Erstangriff. Das war ein Erstangriff. Sehr schön. Die Bienen wieder. Oh, zwei tolle Treffer direkt zum Anfang. Sehr gut. Ja, schön ausgewichen. Schön ausgewichen. Ah, die andere greift noch an. Nein, okay, da hätte ich... Okay, ich hätte springen sollen. Ich dachte, wenn schräg, wenn die Bienen diagonal zu Mario fliegen, dann fliegen sie hoch oder so. Leider nicht, leider nicht. Naja, egal. Dann machen wir mal den exzellenten Hammer. Wir sollten bald unsere Bonusaufgabe erfüllt haben. Nein, das war... Oh, nee. Und dann kommen sie wieder. Da kann man halt jetzt gar nicht ausweichen. Mario baut mal wieder KP. Besiegen wir erstmal eine Biene hier oder ein Bienenwabe oder wie auch immer. Wie heißen die Viecher eigentlich? Gucken wir mal nach. Warbling. So. Jetzt würde ich mal gerne unser Exzellent mal geschafft haben. Danke. Sehr schön. Bedeutet, ich kann ab dem nächsten Kampf oder eigentlich jetzt hier schon, aber hier macht es keinen Sinn. Ups. Einerseits das Exzellent verhauen und andererseits natürlich auch mit paar Attacken angreifen. So, bevor wir aber jetzt in den nächsten Kampf gehen, heißt es erstmal Mario heilen, mal wieder. Dafür haben wir ja die ganzen Ultra-Pilze. Immer ja damit, immer ja damit. Luigi braucht nie geheilt werden. Stimmt, wir haben ja irgendwelche... Beim Bosskampf haben wir noch Handschuhe erhalten. Und Hose... Ja, Handschuhe haben wir erhalten. Angriffshandschuhe plus. Bewirken, dass sich deine Ohrenleiste nach Attacken schneller auffüllt. Warum heißen die dann Angriffshandschuhe plus, wenn die keinen Angriffsboost geben? Hä? Das ist ja merkwürdig.
Das ist ja mehr als merkwürdig. Und Geburtstagshose haben wir. Naja, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Dann gab es hier ja einen Schalter, womit ich das Ding hier runterkriege, genau. Und oben links gab es ja auch noch was. Das will ich mir jetzt auch nochmal schnell angucken. Das heißt, hier auf diese Plattform rauf. Und dann hier rüber. Wechseln und dann können wir hier lang. Keine Ahnung, was hier ist. Was ist hier? Das ist ein Stein, den ich zerstören kann. Eigentlich. Aber uneigentlich auch nicht. Hä? Was ist das? Ich könnte da wieder runter, aber nee. Obwohl doch ist... Nein! Upsala. Ich dachte, da ist sicherer Boden. Warum konnte ich denn das jetzt zerstören? Ja, moin. Hier ist ein Kiste drunter. Hätte ich das jetzt nicht nochmal ausprobiert, wäre ich weggegangen. Was ist denn das für ein doofer Bug? Das ist nicht schön gemacht. Nee. Ich habe ja eindeutig auf die richtige Stelle gehauen. Gut, gehen wir jetzt mal in die Traumwelt. Hier gibt es natürlich dann auch neue Gegner. Was ist denn das? Okay. Die Musik ist mega cool. Da, Gegner. Die Musik ist ja mega mäßig cool. Die fällt mir. Auch zur Art Piranha-Pflanzen. Hier. Natürlich gibt es hier auch jetzt neue Bonusaufgaben, ist ja klar. Daher werde ich hier auf Traumattacken auch erstmal verzichten. Okay. Ah! Ach so! Nee. Okay, wie soll ich dem ausweichen? Das habe ich jetzt noch nicht ganz kapiert. Wir probieren es jetzt nochmal. Okay, okay, einfach ganz weit weg sein. Ja, hier unten bin ich, glaube ich, sicher. Gerade. Aktuell. Das ist ja mal interessant. Muss ich auch erstmal mit klarkommen. Die haben bestimmt noch eine andere Attacke drauf. Oh, ey. Ihr solltet mal... Obwohl, eigentlich kann ich ja auf den auch drauf springen. Eigentlich kann ich auch auf den drauf springen. Okay, das ist auch eine interessante Attacke. Sehr schön. Ja, jetzt mache ich aber nochmal den Hammer. Weil ich denke mal, der Hammerangriff wird jetzt hier bei der ausreichen. Yep. Toller Treffer, sehr schön. Dann haben wir das erledigt. Oh, oh, die Musik ist so toll hier. So, 50er Münzen, eine ganze Menge 50er Münzen. Also hier gibt es sehr, sehr viel Geld. Und dann, okay, okay. Wir können auf der Karte so ein bisschen gucken, wo es überall jetzt lang geht. Also, ich würde sagen... Wir gehen erstmal in die Röhre rein. Traum Luigi. Oh, jetzt muss ich hier erstmal kurz außen rum. Gehen wir erstmal hier in die Röhre rein, weil da könnte ich eventuell hier irgendwo raus. Okay, da gibt es noch solche Pinguine. Dann gehen wir mal in diese Röhre rein. Es ist ein kleines Labyrinth. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Albtraumsplitter hier gefunden. Dann haben wir hier neue Gegner. Pinguine oder so. Okay, okay. One ist bald voll. Pelikant. Okay. Greifen wir mal mit einem Sprung an. Okay, es hat... Ah, doch. Ich wollte gerade sagen, es haben alle überlebt, aber... Nee. Zwei Drittel sind gestorben. Und was ist das jetzt für eine Attacke? Aua. Das war nicht nett. Das war so gar nicht nett. So, weg mit dir. Toller Treffer. Ja, der ist sowas von down. Und der auch. Interessante Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss dann denken, den Ohren dann wieder zu wechseln. Jetzt ist ja unser Ohren voll. Ach, da haben wir sowieso noch so einen Gegner. Dann können wir direkt Ohren wechseln und uns die nochmal angucken. Wir werden auf jeden Fall das Kisto hier heute noch befreien. Im nächsten Part gehen wir dann komplett weiter. So, dann erstmal Ohren wechseln. Da brauche ich gerne, oder würde ich gerne die... KP-Heil-Dinger wieder haben. Genau. Fortfahren. So. Des Weiteren. Der nächste Sprung. Voll in die Mitte hinein. So muss das. Die hinteren drei sterben. Eine Bombe. Also wenn bei denen eine Bombe rauskommt, ist das voll gut. Und der dritte hat wieder so ein Ei. Okay, okay. Okay. Die kommen nacheinander. Okay. Ich glaube, das habe ich jetzt auch kapiert. Oh, schöner, toller Treffer. Und weg mit euch. Sind sie alle down? Jupp. Jupp, jupp, jupp.
Die Pinguine gefallen mir. Die gefallen mir. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, jetzt kann ich hier rein. Dann komme ich da oben zum Traumsplitter, genau. Dann haben wir noch irgendwo ein. Und da links noch ein Item. Das Item möchte ich natürlich auch noch haben. Vielleicht wäre es ganz klug, erstmal mal kurz nochmal auf die Karte zu gucken. Nein, das war nicht die Karte. Upsala. Hier ist die Karte. Ich muss nach links. Hier muss ich irgendwie hin. Kann ich hier rein? Nein, da kann ich nicht rein. Rechts gab es auch noch eine Röhre. Wohin führt die mich? Hier hin? Ah, da geht es nur nach oben. Vielleicht ist das jetzt gar nicht mal so schlecht, dass ich erstmal nach oben gehe. Ja. Weil ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal... Ach, Luigi. So, ich gehe mal da links in die Röhre rein. Das ist ganz gut, weil dann komme ich einerseits zum Item und eventuell auch zum Traumsplitter. Ich glaube fast, ja, da würde ich... Ja, genau, da komme ich, glaube... Nee, komme ich noch nicht. Hä? Muss ich jetzt... warte. Ich habe eine Idee. Wir gehen nochmal nach ganz oben. So, und dann gehen wir hier rein. Von hier aus komme ich, glaube ich, zum Traumsplitter, indem ich da jetzt durch die Röhre gehe. Keine Ahnung, warum ich das vorher nicht gemacht habe. Genau, und dann kann ich hier durch. Da haben wir es, da haben wir es. Da haben wir den Kisto befreit. Sehr gut. Ja, mir gefällt bisher der Wald. Mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann, ja, geht es nämlich im nächsten Part hier dann weiter. Vor allem die Musik ist cool. Ja, die Stimmung kommt hier auf jeden Fall auf. Das auf jeden Fall. Hm. Achso. Hurra! Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich bewegen. Endlich bewege ich mich wieder. Danke, meine Retter. So langsam versteinert zu sein, das war eine harte Prüfung. Für meine Rettung stehe ich tief in eurer Schuld. Jo, wir sehen uns dann im nächsten Part, dann nämlich an der Stelle da hinten wieder, wo es dann weitergeht. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss.